Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Keep Talking. Der TZ explodet. Oder wie die Powerwurzel immer so schön sagt, die Powerwurzel explodet, aber in dem Fall der TZ explodet. Denn? Ja, denn ich bin an der Macht, würde ich sagen. Und ich sorge dafür, dass du auch richtig schön fett explodest. Genau. Und nach der letzten Woche, nach diesem Riesenerfolg, wo ich wieder einmal verzweifelt versucht habe, der Powerbrezel zu erklären, wie man eine Bombe entschärft. Ja. Was mir überhaupt nicht sehr gelungen ist. Ja. Weil sie einfach nicht kapiert, dass wenn da Press steht, dass man den raufdrückt und loslässt. Ja, yeah, oder gedrückt genau. Hält und wartet. Je nachdem, yeah. Was in der Beschreibung steht. Je nachdem, was der TZ sagt. Oder was in der Beschreibung stehen müsste, wenn es dann. Ja, genau. Eine Beschreibung hast du dazu würde. Geschrieben, war nur nicht richtig, ne? Ja. Aber jetzt steht es in meiner Beschreibung. Sie berat. Press, Knopf, los, das steht da. Ein Rätsel weniger. Aber wir sind ja auch schon kurz vor dem Elend. Und wir sind bei Pick Up the Pace 3. Das wird eine sehr kurze Runde. Denn wir haben nur 1,5 Minuten Zeit. Und wie ich sehe, hat die Powerbrüste 2 Sekunden Zeit noch. Ja, ich würde sagen, bestens abgeschnitten. Ja, die Kabel, ja. Ja, die auch, ja. Gut, liebe Powerbrüste. Wie viele Module haben wir denn? Ach, nur 4. Ah, dann hätten wir uns auch nur 1 Minute geben brauchen. Ja, hab ich mir auch schon so gedacht. Vielleicht sind ja 3 Selbstauslöser dabei. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich glaube nicht. Leider nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die funktionieren. Nee. Zumindest das Dube. Okay. Pick up the pace. Bist du ready? Nö, aber fang mal an. Okay, dann sind wir mal Start. Und dann wollen wir schauen. Ob das ja. Klappt wie in der letzten Runde. Wo du ja, mal Erklärbär warst. Bitte die davor. Ja, die meine ich. Achso, ja. Ja, genau. Okay, wir haben Hieroglyphen, wir haben Kabel, wir haben Sensor und es geht los. Okay, dann bei einfachen Kabeln, falls du hast. 3 Stück haben wir. Oh, sehr gut. Keine roten. Doch. Letzte Kabel weiß. Nein. Dann mehr als ein blaues. Nein. Auch nicht. Das letzte Kabel, bitte. Richtig. Was möchtest du als nächstes? Wir haben Sensor und Symbole, ne? Und Detonit. Knopf. Also, naja, gut, das interessiert mich nicht. Achso, du hast noch einen Knopf mit Detonit. Ja. Achso. Welche Farben hatten wir? Blau. Mehr als eine Batterie? Wo sind die? Nein. Okay. Dann müsstest du gedrückt halten. Weiß. Weißer Streifen bei der 1. Okay, rede. Okay, dann machen wir Symbole, bevor wir explodieren. Die Uhr läuft. Okay, dann. Schieß los. Ein AE. Jo. Eine 6. Jo. Das O. Und das H mit Heiligenschein. Dann die 6. Ja. AE. Ja. Das H. Okay. Und 16 Sekunden für Senso. Wieso ist die Zeit so schnell weg? Ja. Surprise, ja, dann leg mal los. Wir haben gerade. Achso, nee, was wollen wir? Vokal, ne? Vokal, genau. Haben wir natürlich nicht. Aber ich glaube, die Sache ist erledigt. Okay, warten wir mal ab. Schauen wir doch die Uhr zu. 2, 1. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn es Spaß also, macht. Die 1,5 Minuten war jetzt wirklich schnell. Ja. Auf jeden Fall, gut, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Jawohl, auf jeden Fall wissen wir jetzt einfache Kabel, Sensor und Symbol. Und. Ach gut, Knopf war ja auch. Ja, Knopf war ja auch gut. Aber ist ja egal. Ja, gut. Ein okay. Ticken schneller und wir schauen das. Wir hatten ja sowieso schon das letzte Modul, also passt das. Ja. Okay, dann sind wir bereit, ja? Ja, ich bin bei Kabel. Ich bin auch bei Kabel. Okay, Kabel haben wir wieder 3. Alles klar, keine roten. 1. Dann letzte Kabel weiß. Nein. Dann mehr als ein blaues. Nein. Dann das letzte. Okay, aber. So, Knopf, erzähl. Ein roter mit Abort. Der blau mit Abort, nein. Noch irgendwas mit rot. Ist der Knopf gelb, ist der Knopf rot und stellt hohl. Gedrückt halten. Rot. Andere Farbe bei der 1. Oh, ja klar. Wir haben auch Labyrinth diesmal. Oh, okay. Oh, ich habe halt 2 losgelassen, das war richtig. Okay. Lol. Symbole?
Da haben wir aber Ja. das E mit Hut umgedreht. Den Schmetterling. Ja. Das B mit Hut. Und das umgedrehte Fragezeichen. Aber das E mit Hut? Na, umgedrehte E. Die Punkten, oder was? Mit Dreieck, was auf Boden liegt. E mit Ötteldörtel Ach heißt so, das. E mit Ölödödel. Ah, Entschuldigung, jetzt ja. ist klar. So, die 6 hast du auch, ne? Nein. Nein, okay, denn B mit Hut, Ja. BT. Denn E Ölödödel. Ja. Denn Schmetterling. Okay, Labyrinth. Dritte Reihe, vorletzte. Warte, warte, ich muss jetzt mal da hingucken. Ja, okay. Und letzte Reihe, dritter von rechts. Dritter, vorletzter. Dritter und vorletzter. Also, dritte Reihe ist der zweite von rechts. Und der. Da. Und dann ganz unten der Ja, dritte genau, das von wäre es gewesen, links. ja. Explodet. Fand ich auch witzig. Warte, warte. Ich hab's gleich. Das wäre wieder richtig hardcore geworden. Ich hätte auch nicht. Ach, die anderen beiden Dinger, wer weiß, wo das gewesen wäre. Okay, neue Runde, neues Glück. Oh, das ist Highscore. Wir werden hier, glaube ich, den Rekord der letzten Runde schlagen. Letzte Woche. Ja. Okay. So, dann ist Ein keine. Kabel. Sieht aus, als wenn wir kein Labyrinth haben diesmal. Ja, sehr schön, kein Labyrinth. Okay, wir haben wieder 2, 4, 6 Kabel. Oh Davon Gott. 3 blaue. Keine gelben. 1. Exakt ein gelbes und mehr als ein Nein. weißes. Keine roten. Doch. Denn das vierte. Okay. Wir haben weiß mit Holt. Ist der Knopf da? Ist der Knopf weiß? Leuchtenden Indikator hast nicht, ne? Nein. Bei Batterien ist der Knopf gelb, ist der Knopf rot. Doch, ich habe einen leuchtenden Indikator. Leute, steht da K drauf? CAR? Nein, C-I-N-D drauf. IND. Ist hier irgendwo IND? FRK habe ich noch? Nee, halt mal gedrückt. Weiß ist die 1, ne? Genau. Explodiert, ne? Ich habe nichts mit IND. FRK habe ich. Da weiß ich, was ich als Identikator interpretiere hier. Aber meine ich aus dem Zeit explodiert. Ist aber die Abwechslung ist Ja, gegeben in diesem Let's Play, also. ich habe ja sonst leuchtender Identikator mit Aufschrift K. Oder, wo habe ich das noch gelesen? Leuchtender Indikator mit FRK. Was machen Mit denn unsere IND. Knöpfe momentan? Ich habe jetzt einen Indikator, der nicht leuchtet mit K. Gut. Ach du meine Fresse, Morsen, das können wir gleich vergessen. Gut, fangen wir an mit Detonate. Mit dem. Ah ne, Kabel hier wieder, genau. So, wie viel hast Ich habe insgesamt 2, 4, 5 Kabel. du? 5. Letzte Kabel schwarz. Nein. Exakt ein rotes. Nein. Keine schwarzen. Ja. Denn das zweite. Richtig. Okay. Wir haben Rot detoniert. Der Knopf blau. Es hat einen Knopf rot und sie sagt hol. Nein. Noch gelb. Nein. Ja. Ja, mehr als eine Batterie? Ja, dann gedrückt halten. Gelb. Gelber Streifen bei der 5. Auch das gut. Wir haben ja Zeit. Ja, eben. Okay, Symbole. Das machen wir noch. Lolli. So. Stern nicht ausgemalt. So. C mit Punkt nach links. Ja. Und das E mit zwei Punkten auch nach links. Denn erst das E. Ja. Dann Lolli. Ja. Dann das C. Ja. Okay, englische Wörter. 15 Sekunden haben wir. Nee, Morsen. Ach du meine Güte. Morsen. Okay. Ich Nicht mach mehr. mal. Ja, ich habe mal einen Schuss ins Blaue gemacht. Und erfolgreich. Hast du den genommen? Ich habe einfach ein bisschen auf den Ding aufgedrückt. Bis auf 6,5, 6,5. Und dann habe ich auf links gedrückt. Wir hatten noch 10 Sekunden. Und das war jetzt richtig? Ja! Lol. Man muss ja auch mal Glück haben, ne? Und grandios, noch 9 Sekunden hatten wir. Da hätten wir auch so geschafft. Ja. Blöde Bombe. Leg dich nicht mit dem TZ an. Unterschätze niemals dein Glück. Da muss man kommen. Oder ich habe Morsen auswendig gelernt und die Wörter. Und wusste das schon. Ich glaube nicht, Denk mal drüber nach. weil du hast nämlich jetzt noch gar nicht die
Dingens geguckt, an dir angeguckt, Leuchtis. Die haben schon nebenbei geblinkt immer. Ja, genau, Habe und ich dann, wie auch so nebenbei Stück beiläufig, hochgeguckt hast. habe ich das locker verstanden und Ja, na dann klar. da ich gewusst, 6565, das ist doch das Wort sowieso und dann sage ich Ja, jetzt nicht, das ist ja genau. geheim, aber so viel Dusel muss man immer haben. Ja, so viel Glück muss man jetzt mal haben, ja. Das machen wir auch immer bei deiner komischen Bombe. Ja, lol, einfach irgendwas drücken. Immer 6565. Okay, continue. Jetzt kommt eine ordentliche Bombe. Jetzt kommt die mit 6 Modulen, 6 Stunden, 11 Module, 3 Strikes. Oh Gott, das ist ja die, die ich habe, ne? Wollen wir nochmal reinschnuppern? Gott. Ja, wir sind jetzt bei 10 Minuten. Also wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir die jetzt noch machen würden, glaube ich. Machen, das ist Optimismus. Ja, ne? Damit sind wir wieder gleich auf. Ich habe Start gedrückt. Das ist toll. Für meine Und wenn Kabel. sie das ja nicht jetzt gleich so gut erklärt, dass wir da durchkommen. Weißt du, dann wirst du mich auch ewig hassen. Okay, wir beginnen mit Kabels. 2, 4, 6. Okay, keine gelben. Doch. Ist die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade? Denn das dritte. Falsch. Ja, hä? Keine gelben und letzte Ziffer ungerade, denn das dritte. Ah, ich hab eine gelbe verstanden. Gut. Okay. Keine. Immer noch 6. Ich brauche Ja. noch. Exakt ein gelbes? Ne, 2. Okay, keine roten? Doch 1. Denn das vierte. Ich bin ja völlig verpeilt. Na, geht doch. Ja, lol. Was möchte als nächstes? Was kommt als Knopf. nächstes? Preis. Weiß und Press. So rum heißt das. Gott, wo war ich denn gerade? Ja, das mit Press kennst du ja, ne? Ja. Falsch. Weiß habe ich, also bei 1 loslassen. Die wollen uns auch rollen dort. Richtig. Wo ist denn ein Indikator? Ich habe hier nicht mal einen Indikator. Wollt ihr mich verrollen? Ich verstehe das auch mit diesem Indikator nicht, muss ich sagen. Wo das da stehen soll. Aber die Zeit läuft gut. Ja, ist das sowieso schon Geschichte, das Ding. Ja, okay, ich mache mal noch einmal Morse-Test. Da war die magische 6 von 6 und. Ach, verdammt. Ich dachte, ich habe das Wort nochmal. Ich verstehe das mit den Knöpfen nicht. Warum war das jetzt mit Question wieder falsch? Ich weiß es nicht. Press war. Drücken und loslassen. Ja, das hatten wir gehabt, aber hier steht ja nichts mit gleich gedrückt loslassen, weil der war weiß, ne? Weil dann hätte ich, ist der Knopf weiß und es gibt diesen leuchtenden Indikator, dann wäre das aber auch gedrückt halten. Du hast hier in dem Text X, wo direkt Press drin steht. Und ich hatte gar keinen Indikator. Ja. Hatten wir bis jetzt ja nie gehabt, würde ich sagen. Weil du hast es echt selten, dass du den gleich wieder loslassen musst. Das eine ist hier höchstens detonate und mehr Ja. als eine Batterie, denn direkt loslassen. Da lesen Sie weiter, drücken Sie. Ja, und du hast das mit den zwei Batterien und der Indikator FRK. Den hast du auch direkt loslassen. Der Rest. Achso, und den hast du noch mit hold. Hold und hold. Der Rest ist alles halten. Da hier ist nichts mit Press. Deswegen verstehe ich nicht, warum einmal halten und warum denn wieder nicht. Ist Abwechslung, lieber Powerbrezel. Ja, das ist aber alles voll eine Abwechslung. miese Abwechslung. Okay, bist du bereit bei den Kabels? Nein. Ja, Okay. bin ich. Oh, das sieht gut aus. Mal 2, 4, 6. Okay, keine gelben. Ein gelbes. Gut. Exakt ein gelbes? Ja. Okay, mehr als ein weißes? Ja. Denn das vierte. Richtig, was kommt jetzt? Knöpfe. Okay, wie Gelb. üblich. Ich habe einen weißen mit Holt. Warte mal, ist der Knopf weiß? Nein. Ist der Knopf rot und holt? Haben wir nicht. Denn gedrückt halten. Gelb. Gelb war 5. Richtig. Was hast du jetzt? Jetzt habe ich Symbole. Okay. Einmal den Arsch mit Ohren. Jo. Das kaputte R. Jo. Den Schmetterling.
Und das Indianer zählt. Dann nehmen wir Arsch mit Ohr. Schmetterling. Schmetterling, ja. Dann das R. Okay. Dann habe ich jetzt ein Zenzo. Senso, wo ist denn mein Ja. Vokal? Genau. Wir haben ein Vokal. Sehr schön. Okay, wir haben auch null Fehler, ne? Ja, natürlich. Oder immer. Dann leg mal los. Gelb. Dann haben wir grün. Gelb-blau. Ja, grün-rot. Gelb-blau-blau. Tatsache. Rot-rot. Gelb-blau-blau-rot. Oh. Denn grün, rot, rot Nee, bleibt. ich versuche mal vorher zu sagen, was kommt, aber es war falsch. Zwei, drei Ach Wörter. so. Aber egal, wir haben es. Was kommt jetzt? Jetzt haben wir englische Wörter. Ach, das ist gut. Jetzt, geh mal. Ey, Bombe, geh mal weiter in die Mitte. Was soll das? Okay, wir haben ein C. Nur ein C, oben rechts. Oben rechts steht Jur. J, Y, O, U, R. Ohne irgendwas. Ja, hast du ein UH, UH? Nein. UA, normal geschrieben? Ja, Okay. richtig. Jetzt haben wir ein Reat. Ein Reat, 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 Reat. Da, Mitte rechts. Mitte rechts ist White. Wo haben wir Mache das ich. denn? Mache ich ja. Mache ich ja. Ach, nee, wait. Ja, Wait. Ach, wait, nicht weit. Okay. UHHH. Nein. So. Ja. Okay. Ein Cs, Says. Lalalalalala. Okay, unten rechts. Unten rechts haben wir ein UH, UH. Hast du denn ein UR? Nö. Ein U? Nö. UA, normal geschrieben? Nein. Und dann UAPORE? Okay. Okay, haben wir das auch gegessen. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir erinnern. Woran? Okay. An letzte Folge. Nein, daran nicht. Eine 4 haben wir. Dann haben wir den Knopf in der vierten Position. Okay. Dann haben wir eine 4. Dann haben wir dieselbe Position wie Stufe 1. Also die Also die 4. Haben wir eine 3. Dann den Knopf in der dritten Position. Ist doch witzig. Dann haben wir eine 3. Dann den Knopf in derselben Position wie in Stufe 2. Alles klar. Das waren Und wir haben eine 4. Dann dieselbe Aufschrift wie in Stufe 3. Okay, erledigt. Was möchten wir jetzt machen? Morsen möchten wir jetzt. Och nö. Ja. Okay, fangen wir an mit lang, kurz, kurz, kurz. Lang, kurz. Dreimal lang. Dreimal? Ja. Wow, erst denn? Okay, ein U. Haben wir dreimal kurz? Dann haben wir noch dreimal kurz. Wo haben wir das denn? Ein S. Ein lang dreimal kurz sogar? Mach mal 3, 5, 6, 5. Das klappt nicht immer. Falsch. Dann könnte das auch 5, 5, 2 sein. Ach scheiße, da ist ja noch eins, was hinkommen könnte. 5, 5, 2. Ja, auch falsch. Lül! Ja, ich habe drei Wörter, wo es hinkommen kann. Und 5, 3, 5. 5, 3. 5, 3, 5. Also 3, 5, 3. 3, 5, 3. 3, 5, 3, 5. 3, 5, 3, 5. Richtig. Müssen wir die Zahl suchen. Was möchten wir jetzt machen? Wir haben noch 30 Sekunden. Komplizierte Verkabelung. Okay, Such wir haben keine dir weißen. Kabel aus. Ja, null. Jetzt such dir mal welche aus. Explodiert. Aber zwei rote kommen nicht noch. Ja, ich hatte B, O und S mit den Kabeln. Ich hatte genau drei Wörter mit B, O und S. Hätte ich dir noch Buchstaben gesagt? Du fragst, ob ich dir noch einen sagen kann. Ich hätte bestimmt noch einen rausgekriegt.
Ja, gut, liebe Ich Leute. hätte ja gefeiert, ob das jetzt mit die 565 hingekommen wäre, weil das wäre mit B, O und S gewesen. Das hat schon einmal geklappt. Das habe ich leider unser Pulver schon vorher Das verschossen. klappt also nie wieder. Nee, tut mir leid. Da müssen wir diesmal eine andere Zahl nehmen. Diesmal müssen wir 3535 nehmen. So, liebe Ja gut, Leute. aber vor der Zeit hätten wir ja so oder so nicht geschafft. Nee, da waren noch ein paar Aber wir übrig. sind immerhin auch bis Morsen gekommen. Bis kompliziert. Also so weit habe ich es beim ersten Mal dann auch schon geschafft. Ja, definitiv. Und bei mir wird es sogar Immerhin. noch schwerer, weil ich so ein Morse-Genie bin. Aber wieso? Die drei Buchstaben waren noch in Ordnung. Ja, aber es hat zu lange gedauert. Bei dir geht das eindeutig schneller. Du kannst mir, sagst mal gleich fünf Buchstaben oder so und dann macht die Sache nicht unbedingt einfacher, weil du das Rest noch hinmuscheln musst, aber trotzdem. Ob die auch in der Reihenfolge gesagt werden, die Buchstaben, wie das Wort ist? Eigentlich ja, ne? Warte mal, ich guck mal. Was hatten wir jetzt? Wir hatten ja die 535, glaube ich, ne? B, O, S. Ja, kommt hin. Weil ich hatte jetzt Boxes, glaube ich, wäre das letzte gewesen. Also Boxes. Und das kommt hin. Du hast mir zuerst ein B gesagt, dann ein O gesagt und dann ein S gesagt. Also müssen wir nur Borsen lernen, dann geht das schon. Ja, müssen wir mal drauf achten mit der Reihenfolge, ob das dann vielleicht so hinkommen könnte. Vielleicht ist das ja wirklich so ein Hinweis oder so, dass es in Reihenfolge. Ja, klar, macht ja auch Sinn. Weil wenn du ja auch morsen würdest zu jemandem, machst du ja auch. Nicht durcheinander, sondern du machst ja wirklich jedes Buchstaben so, was du ja auch sagen willst. Wenn ich Hallo schreiben will oder Hallo sagen will, mache ich auch H-A-L-L-O. Dann mache ich ja nicht einfach mal ein O, ein H, ein L. Ja, nee, ist richtig. Machst ja auch nicht. Ja, Das Leute. müsste denn echt so hinkommen. Da müssen wir echt mal nächstes Mal jetzt drauf achten, ob das wirklich mit Ja, der Reihenfolge. genau. Man muss natürlich darauf achten, dass man die Buchstaben auch gleich sagt in Reihenfolge und nicht, dass man das falsch anfängt. Und Das wäre schon sind dann wir natürlich raus aus wieder. der Nummer, ja. Das ist dann das Problem. Wenn du denn nicht sofort anfängst, dann bist du natürlich dann wirklich bei durcheinander. So, ihr lieben Leute, ihr habt's gesehen. Ich bin auch zu blöd, eine Bombe zu entschärfen. Trotz Anweisung. Also liegt es nicht an der Power-Rätsel alleine. Das wird jetzt auch mein Vermächtnis. Nach Club. dem phänomenalen Ende der Runde davor hier, mein sensationalen Morseglück, hat es uns diesmal verlassen, ja. Okay, dann sagen wir Türoli und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen Tschüss. uns.